Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I want to talk to you about the word only in German. Let's take a closer look. In most situations, you can use nur to express only. Nur, nur. Sie hat nur ein Kind. She has only one child. Sie hat nur ein Kind. Ich habe nur 10 Euro in meinem Portemonnaie. I only have 10 euros in my wallet. Ich habe nur 10 Euro in meinem Portemonnaie. Das war nur Spaß. I was only kidding. Das war nur Spaß. Er kommt uns nur selten besuchen. He only rarely comes to visit us. Er kommt uns nur selten besuchen. Tut mir leid, ich habe keinen Kaffee. Ich habe nur Tee. Sorry, I don't have coffee. I only have tea. Tut mir leid, ich habe keinen Kaffee. Ich habe nur Tee. Man lebt nur einmal. You only got one life. Man lebt nur einmal. Ich verstehe nur Bahnhof. I don't get it. Ich verstehe nur Bahnhof. Literally, that means I understand only train station. But it's an expression and it means I just don't get it. When referring to numbers or quantities implying that more is to come, we use erst. Das Mädchen ist erst 13 Jahre alt. Sie darf noch kein Auto fahren. The girl is only 13 years old. She's not allowed to drive yet. Das Mädchen ist erst 13 Jahre alt. Sie darf noch kein Auto fahren. Ich bin erst bei Kapitel 3. I'm only on chapter 3. Ich bin erst bei Kapitel 3. Ich bin erst Anfänger. I'm only a beginner. Ich bin erst Anfänger. We also use erst when referring to time or when we use expressions of time. Wir sind erst gestern angekommen. We only arrived yesterday. Wir sind erst gestern angekommen. Ich habe gerade erst gemerkt, dass ich mein Portemonnaie verloren habe. I just only realized now that I lost my wallet. Ich habe gerade erst gemerkt, dass ich mein Portemonnaie verloren habe. Er hat sich erst gestern bei mir gemeldet. He only got in touch with me yesterday. Er hat sich erst gestern bei mir gemeldet. Die Familie wohnt erst seit wenigen Monaten in Deutschland. The family has been living in Germany for only a few months. Die Familie wohnt erst seit wenigen Monaten in Deutschland. Du musst aufstehen. You have to get up. Du musst aufstehen. Was? Es ist erst 5 Uhr. It's only 5 o'clock. Es ist erst 5 Uhr. Erst also means not until. Er kommt erst am Montag zurück. He's not coming back until Monday. Er kommt erst am Montag zurück. Wir sind erst in 3 Wochen fertig. We won't finish until 3 weeks from now. Wir sind erst in 3 Wochen fertig. Warum kommt ihr denn erst morgen? Why are you guys not coming until tomorrow? Warum kommt ihr denn erst morgen? Lediglich und bloß are synonyms for nur. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs lediglich um 0,9%. The gross domestic product grew by only 0,9%. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs lediglich um 0,9%. Es ist bloß eine Erkältung. It's just a cold. Es ist bloß eine Erkältung. Ich guck mich bloß um. I'm just taking a look around. Ich guck mich bloß um. Ich mache bloß meine Arbeit. I'm just doing my job. Ich mache bloß meine Arbeit. Einzig is an adjective and it means single, a single one of something. Sie ist meine einzige Tochter. She's my only daughter. Sie ist meine einzige Tochter. Bin ich die Einzige? Am I the only one? Bin ich die Einzige? Das ist die einzige Alternative. That's the only alternative. Das ist die einzige Alternative. Das ist deine einzige Chance. That's your only chance. Das ist deine einzige Chance. Das ist die einzige Möglichkeit. That's the only possibility. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist meine einzige Wahl. That's my only choice. Das ist meine einzige Wahl. Wir haben nur einen einzigen Lieferanten. We have only one single supplier. Wir haben nur einen einzigen Lieferanten. Alright, now you know how to express only in German. Vergesst nicht, bei germanwithjenny.com vorbeizuschauen. Dort findet ihr immer viele Übungen.
für alle Niveaus von A1 bis C2. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!